Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Und ich habe mir jetzt seelische Unterstützung holen müssen, weil ich das ja jetzt hier schon die ganze Zeit mit der Strahlenschlägerei so rausziehe. Hallo Mausi. Hallo. So, sie möchte jetzt auch gleich noch in die Strahlenschlägerei, damit sie dann wenigstens auch schon mal eine hat. Ich konnte sie überzeugen. Ja. Das ist schon besonders, wenn du mich zwingst, weißt du? Ja, komm, also dreimal Strahlenschlägerei. Ich habe hier noch nicht mal meine Power-Rüstung repariert. Bitte stell das richtig, du musst mich nicht zwingen. Mach das freiwillig. Okay, ich zwing dich nicht. Ich fühle mich nur manchmal so, als wenn ich dich zwing. So, besser? Nee. Okay. Wie denn? Hätte ich mir sonst damals das Spiel gekauft, wenn ich den du mich zwingen müsstest? Hätte ich denn schon einen Charakter, der über 400 ist? Sogar zwei? Hätte ich denn First, wenn ich das, wenn du mich zwingen müsstest? Hätte ich, Fahrradkettig. Ja, gib's zu, ich hab dich gebumst hier, gell, das hab ich dich. Warte. Du kriegst mich nicht! Mann, mach hin, scheiße. Noch 3 Minuten 30. Du hast noch alle Zeit der Welt. Hm? Sagst du mal genau das Gegenteil. Man hat noch 5 Minuten Zeit, beeil dich mal, ist gleich fertig. Jetzt mach ich's mal umgekehrt, so wie du es dir wünschst. Jetzt ist es auch verkehrt. Ah, schön. Das ist nicht verkehrt, das ist nur, komisch. Ja, das habe ich jetzt nur dir zuliebe getan. Sonst hätte ich eigentlich immer noch 10 Minuten Zeit. Ey, wir haben keine Zeit, wir haben nur noch 10 Minuten. Mensch, das ist gleich vorbei, nun macht mal hin hier. Ja. Ne? Jetzt haben wir es umgedreht, ne? Jetzt sind es noch 2 Minuten 50 und wir haben noch alle Zeit der Welt. Und da hinten kommt sie schon. Möchtest du denn starten? Nö. Ich. Ja? Ich kann mich kaputt verstrahlen. Okay. Ja, dann, aber... Oh, ist das schön. Ups. Ich geh mich mal kurz verstrahlt und sie rennt da richtig schön tief rein. Schau dir die Zerstörung doch an. Ey, aber ich hab das, was ich wollte. Okay, ich starte das mal. Alle mal herhören. Der war nicht schlecht. Ich geh mich mal kurz ein bisschen verstrahlt. Und man sieht unter den Leib mal. Psst, hat keiner gesehen. Die Zuschauer sagen das bestimmt auch nicht weiter. Nee. Du weißt schon, da unten ist die dickste Strahlung, die du hier rauskriegen wirst, ne? Also. Ja, deshalb dachte ich ja mir so ein bisschen... Ja, ich kann mal kurz reinhüpfen. Eigentlich mit der Nuke Zone gleichzusetzen, ne? Selbst da überlebt man länger. Ja gut, eigentlich ist es sogar noch härter als die Nuke Zone, weil in der Nuke Zone hast du Power-Rüstung und kriegst nicht allzu viel Strahlung ab. Ach, war alles eiskalte Berechnung. Ja, natürlich. Ich wollte das so. Ja. Ich wollte fast sterben. Ach, jetzt habe ich ja nur das verdünnte Red Away drin. Egal, muss ich halt 2 nehmen. Heute habe ich Metalli. Heute hast du Metalli, was ist denn Metalli? Ja, mein Metalli-Arbeiti. Ach so. Metalli. Die haben doch bei mir alle immer Spitznamen. Ach so. Nicht dein Arschkratzer? Arschkratzer, nee, das ist leider nicht. So, dann pass mal auf, ich schmeiß gleich ein bisschen was rein. Aber lass deine Würde bei dir, ja? Naja, kommen jetzt gleich Floater oder irgendwas in der Richtung. Na komm, da hinten, die können krepieren. Ist mir jetzt wurscht. Hat er jetzt nicht schon gesagt? Laufende Säure. Wir wollen einfach nur unsere Ruhe! Seht nicht. Ist immer alles vorher tot. Nee. Yeah. Todeskralli!
Alle wegmachen. Ja! Oh, ich habe die coole Power-Rüstung freigeschaltet. Endlich! Aber es ist leider erst 88. Mir fehlen noch zwei. Verdammt! Alles okay. Ach, hier von dem Brett. 88. So. Da ist die Power-Rüstung, der neue Skin. Ich finde den irgendwie... Ich finde fast jeden Skin cool, kann man sagen. Selten mal ein Skin, den ich nicht cool finde. Kriegst du da hinten überhaupt Epi, wenn ich jetzt hier hinten stehe? Schieß mal. Ja. Okay, passt. Oh. Lässt du mal meinen Metalli in Ruhe, du Popoloch? So, ich darf ihn hauen. So. Ach, herrlich. Doch noch einmal. Also das ganze Rauszögern hat ja doch was gebracht. Das knallt ja hier nur noch mit Granatenwerfer und Distanzfeuerwerk. Was ist los? Ach, dann manchmal verzweifle ich an der Katze. Wieso an der Katze? Was hat die Katze jetzt mit Fallout zu tun? Wenn sie wegschmusen, kommt dann aber nicht, traut sich dann immer erst nicht. Ja, darf ich jetzt darauf? Darf ich nicht darauf? Gute Arbeit, weitermachen. Jetzt schnurrt sie mich zu. Hilfe, ich werde zugeschnurrt. Aha. Hilf mir, Schatzi. Ich kann dir nicht helfen. Für dich kommt jede Hilfe zu spät, wenn es um die Katze geht. Die hat jetzt zurzeit richtig süße Sachen dort drauf, ja? Mhm. Ich zieh immer ihren Kopf auf meinen Arm, ja? Und rat mal, wer dann von Niedlichkeit stirbt. Ja. Definitiv die Katze nicht. Raus hier, Strahlungsverbrennung sind übel. Ja, genau. Raus hier, Strahlungsverbrennung sind übel. Es ist keiner mehr ging, aber passt schon. Glaub mir, wenn ich sie sehen muss, ist die Verbrennung größer. Sei froh, dass du jetzt hier nicht mit 3 Stunden looten musst. Oh, Gott sei Dank, ey. Kriegt man ja Ohren bluten. Meine Eltern waren das auch schon und ich führe das Geschäft vor. Oh mein Gott. Du kannst sie auswendig. Wow. Wenn Mause die schon auswendig kann, dann hat das was zu bedeuten. Einfach schon viel zu häufig gemacht. Na ja, gut, Strahlenschlägerei ist ja auch immerhin noch das Event, was wirklich sehr, sehr viel EP gibt durch die ganzen leuchtenden Gegner. Aber das haben sie auch schon genervt, oder? Das war doch damals viel heftiger. Ja, damals war es viel heftiger. Du musstest zumal viel mehr sammeln. Damals in den guten alten Zeiten. Na, jetzt ist es so, du gehst 2 Dinger durch und hast schon deine erste Belohnungsstufe. Vorher musste man sonst immer so 2 bis 3 looten, wenn man es nur für die erste haben wollte. Sag mal. Ne, ich dachte, du passt da auf. Ja, tue ich auch. Mensch, dein schöner Metalli, oder wie du ihn auch im Kanal hast. Metalli. Arbeit auf Stil. Arbeit auf Stil. Verwende die Filter, um die Strahlung loszuwerden. Der Stilarbeiter. Oh, ich bin zugeknuddelt. Sag mal, lässt sie den jetzt mal. Ich darf noch nicht mal kurz schwärmen, ja? Nein. Ist verboten, siehst du doch. Katze lenkt ab. Naja, die will, die sagt so, du brauchst nicht mehr EP. Schmus mich, schmus mich. Schmusen gibt EP. Schmusen gibt EP. Raus hier! Strahlungsverbrennungen sind übel! Ach, den Spuck lasse ich lieber. Nee, komm, jetzt hau raus. Dich anzugucken tut mehr weh. Aua. Bin ich so hässlich? Ich meine die Olle hier. Strahlungsverbrennung sind übel. Ach so. Gute Arbeit, weitermachen, Leute. Da macht eigentlich keiner was. Aber okay, passt schon. Mensch, Leggy.
Einfach sterben. Einfach sterben. Ziemlich simpel. Sogar die Geschütze gerade überleben. Das ist irgendwie der Wahnsinn. Gute schaffen wir heute gar nichts. Ja, die Geschütze sind digitiert. Ach so. Also von MK3 digitieren sie dann jetzt auf MK9, ja? Brandschutz mit Nee, MK3,1. MK3.1. Mich würde echt mal interessieren, was das jetzt eigentlich für Geschütze sind. Ich habe mir das noch nie angeguckt, welche MK-Bezeichnung die da an der Seite stehen haben. MG-Geschütz MK1. Echt? Ja. Das sollen MK1 sein, das haut aber nicht hin, weil sie Explomompel schießen. Steht hier gerade, wo ich sie gerade ins Loch kriege. Du schießt ja so schön, also kann ich mir das ja kurz angucken. Das ist ja noch nie und nimmer MK1, das müsste doch mindestens MK6 sein. Ja, steht aber da. MG-Geschützturm MK1. Da haben sie dann aber ein bisschen Kacke gebaut. Achso, der ist ja schon geplatzt. Und das war die erste Strahlenschlägerei! So, jetzt will ich aber gucken. Der wirklich MK1? Ich kann nur vorlesen, was da steht. Da steht doch gar nichts dran. Natürlich steht da was dran. Aber ich hätte nicht gedacht, jetzt blind? Ja, ganz oben, der Name. Ach so, meinst du das? Nein, nicht das. Normalerweise steht das nochmal an der Seite. Das ist ja sowieso schon falsch übersetzt da oben. Da brauchst du nicht dran gehen. Hier vorne, wo er so ein bisschen die Maschinen so rutte macht. Normalerweise müsste es hier da bei den Lüftungsschlitzen eigentlich an der Seite stehen. Da ich meine Grafik auf niedrig habe, kann ich dir das leider nicht sagen. Nee, ich meine jetzt auch nicht gerade auf ultimativ hoch, aber trotzdem, normalerweise müsstest du es auch dann sehen. Ich hab's auf niedrig, damit die Performance besser ist, ne? Ja, klar. Der Trick am Plündern ist. Nee, aber steht da nicht. Halt's Maul! Steht da nicht dran. Ich glaube, das wird mich in einem halben Jahr sowieso wieder verfolgen. Und dann werde ich wieder sagen: Ey, was sind denn das eigentlich für MK-Geschütztürme? Weil eigentlich haben die ja immer so die Regel: Brandmunition und ähnliches. Das kriegst du ja dann erst ab den 6er, ab den 8ern. Man konnte ja da immer die Fallout 4-Regel dran setzen. Okay. Aber hier haben sie es ja jetzt so ein bisschen gebrochen. Ja, einige Siedlungen hast du ja sozusagen das Geschütz hingestellt. Und wenn es jetzt halt zum Beispiel nur eine Farm ist oder so, dann waren es halt die MK3. Und die MK3, die sind genau dieselben, die wie du im Camp hinstellen kannst. Müll. Eigentlich kann ich ja sagen, ich habe Fallout 4 auch gespielt, obwohl ich es nur geguckt habe. Hab aber mitgespielt. Ja, natürlich hast du mitgespielt. Indem ich mitgeguckt habe. Ja, aber sechs. Zählt das? Ja, ne, also für mich zählt das. Für mich zählt das. Und 76 wolltest du ja dann selber spielen. Nachdem du Fallout durch hattest. Das Vierer. Aber du hast ja noch nicht bei 3 hast du noch nicht gesehen und Vegas hast du noch nicht gesehen und so. Hm? Das hast du ja auch noch nicht gespielt. 3 hast du ja, wo wir das gekauft haben, hast du es ja nur angespielt. Ja, weil ich das schon mal durchgespielt hatte. Das hatte ich ja damals noch mal für PC auf CD. Bloß die CD ist ja dann abhanden gekommen. Und dann hatten wir es für die Xbox geholt und du weißt ja, ich bin ja so ein Controller-Freund, ne? Ganz ehrlich, müsste man mal echt erfinden für Konsolen Tastatur und Maus. Hier gibt es ja, aber ist halt schweineteuer. Also ich habe sowas schon gesehen gehabt, dass es für einige Konsolen sogar so Umsteckdinger gibt. So. Aber ganz ehrlich, dann kann ich auch gleich auf dem PC spielen. Oh, du bist doch scheiße. Ich weiß, dass ich doof bin. Ich weiß nicht, so Konsolen. Ich weiß nicht, die triggern mich irgendwie nicht mehr. PC war halt schon immer besser, fand ich.
So, und jetzt habe ich das Pitboy-Ding hier noch nicht. Oh, ey, ich bin heute so aufgekratzt. Also, mir ist es eigentlich wurscht, Konsole oder PC. Ich bin damals mit Konsole, also beziehungsweise Gameboy groß geworden. Und später mit dir habe ich ja dann erst richtig mit PC angefangen. Groß geworden bin ich ja auch mit. Bin ich eigentlich mit beiden? Vielleicht ist das das Problem gewesen. Ich bin mit beiden groß geworden. So, wo ich später dann nachher mit den PC-Diskettendingern dann losging, ja, dann war das halt. Auf dem PC gab es geilere Sachen. Aber ich glaube, das, was mich sozusagen damals wirklich umgestimmt hat, war dann sozusagen Command & Conquer. Das habe ich damals für die N64 gehabt. Und für den PC. Und ich fand die Steuerung auf dem PC viel geiler. Und ich glaube, da war so der Knackpunkt. Ich glaube, das ist der Schuldige, wo ich dann sagen kann, okay, deswegen bin ich zum PC gegangen. Weil es war einfach viel geiler. Boah, das war für, das war irgendein Triberium Sun-Teil. Ich glaube, einer mit der ersten. Den gab es halt auch für N64. Also N64. Und ich glaube, da war dann so, wo ich dann gesagt habe, so, ja, nee, auf dem PC spielt sich das viel cooler. Ja? Ja, und da sah die Grafik halt auch noch ein bisschen besser aus. Also, sagen wir mal so, vom Monitor her, es waren Röhrenmonitore, ne? Ist ja jetzt nichts DFD-mäßiges gewesen oder so. Und große Auflösungen hatten wir ja damals schon nicht. Was war das da? Ja, mein erster PC war ja, weißt du, war ja mein Laptop. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich damals einen haben wollte. Weiß ich gar nicht mehr. Aber dann waren ja meine ersten Spiele, die ich dann auf dem PC gespielt habe, Risen 1 und Dragon Age Origins. Ja. Aber wenn du jetzt mal in deine Spielbibliothek guckst... Eigentlich haben wir ja genommen eine gemeinsame, ne? Ja, natürlich haben wir eine gemeinsame, aber trotzdem. Wenn man jetzt mal so... vergleicht, wie viel mittlerweile. Weiß schon gar nicht, was man alles spielen soll. Ja gut, wobei ich sagen muss, ich habe früher ab und zu bei meinen Eltern so Kinderspiele gespielt. So, wie heißt denn das? Sowas wie Siberia. Gültiges Vox-Dolmetscher. Habe ich dann meist was für Kinderversionen gespielt. Eingeleitet. Du kannst mich nicht töten. Ja, aber ich mittlerweile der Spielemarkt, der ist ja wirklich übertrieben angewachsen. Also damals gab es ja schon recht viele Spiele, aber mittlerweile ist es ja mit den Spielen ich hab doch gar übertrieben. Nichts getan. Gerade auch durch Early Access und ähnliches. Und also es sind immer schöne Perlen dabei, aber die Perlen von den Säulen so immer mal so ein bisschen Angst. Trennen ist schwierig. Was ich damals gesuchtet habe auf PS2 ist King Kong. Es Langeweile und lässt mich in das Ruhe. War so der erste Shooter, der es mir denn richtig angetan hatte. Du bist böse. Der erste Shooter. Oh, na, du kriegst heute sogar noch deine Nacht voller Gewaltmaus. Wie? Ja, dann komme ich schon. Ja, ich habe jetzt gerade mein Kaninchen fertig gemacht. Aber King Kong weiß ich noch ganz genau die Szene mit dem T-Rex. Alter, das war so schwer, ey. Oh. Weißt du, wo man dann mit dem Typen, den man da spielt, also jetzt nicht mit dem Affen, sondern mit dem Typen, dann da immer mit dem T-Rex im Kreis rennt und versucht, den da abzuballern. Oh, Alter. Und das Herz rutscht einem in die Hose, weil man genau weiß, der ist hinter einem die ganze Zeit. Scheiß Missvieh. Das habe ich jetzt nie wirklich gespielt. Das hat so viel Spaß gemacht, King Kong. Vor allen Dingen, wenn man den großen Affen gespielt hat und den T-Rex dann so getötet hat, indem man ihm den Kiefer ausgerenkt hat. Alter, ist er immer verpönt. Also haben wir vor, die Jukebox hochzudrehen und mit unseren Instrumenten so richtig einen drauf zu machen. Wir haben sogar ein paar kaputte Instrumente wieder angeschlossen. Ich weiß, es ist jetzt bestimmt kein so ultimativer Shooter, wo man jetzt so sagt, oh, Alter, ne? Aber für mich war das schon nicht mehr mit Spaß. So richtig auf die Peile zu bringen. An alle guten Jäger da draußen, kommt vorbei und helft uns, den Nachtpirscher zu erlegen. Als Belohnung gibt es Bier und Party bis zum Abend. Shooter hast ja dann erst richtig angefangen mit Crysis, ne? Ja. Erst dann hast du ja mit Shootern dich so richtig befasst. Also Crysis war ja sozusagen dein erster Singleplayer-Shooter, den du dann selber mal so als Shooter deklarieren kannst. Ja, davor hatte ich halt nur Erfahrung King Kong und halt, wo ich kleiner war,
GTA, Vice City. Aber das ist ja auch kein richtiger Shooter, das ist eher so Geschichte, ne? So. Ja, gut, man kann schon sagen, man kann schon als Shooter nehmen. Also genug Waffen gibt's ja. Ja, aber damals bin ich meistens eher nur mit den Autos durch die Gegend gefahren. War alles umgefahren. Also fahren konnte ich damals schon nicht. Aber ja, ich bin nicht so top hier. Ich habe nicht so viel. Dann steh ich auf. Ich habe auch noch die Strahlung weg. Das heißt, ich habe jetzt hier gerade nicht die dicke AP drin. Hast du das sagen können? Ja, deswegen wollte ich das. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Du warst gerade so im Redefluss. Das haben wir so selten, dass du dann gleich im Redefluss bist und dann einsteigst und dann gleich losquarkst bis zum Quaken. Quaken mehr. Ja, sonst Spieleentwicklung hatte ich damals eigentlich immer nur Pokémon. Ja, Pokémon, ja, klar. Also blaue, gelbe, Standard. Bloß nachher so, ich bin nachher wirklich ausgestiegen, so ab Kristall. Irgendwann hat es mich nicht mehr so gereizt, fand ich. Ich fand es zwar noch cool, ja. Ich habe dann halt ja auch nochmal mit Mond, hatte ich ja nochmal. Nee, wie hieß das? Mond? Ultrasonne und Ultramond. Also immer, Ultramond, immer. Ja. Ja, da hatte ich das nochmal versucht, da reinzukommen, aber. Nee, ja, ich sag mal so, es wurde immer schlechter jetzt. Also ich habe zwar jetzt auch das Neueste, ne, beim Pokémon, aber ich muss sagen, im Vergleich zu damals ist es deutlich schlechter. Also, ja. Ja, wie gesagt. Vor allen Dingen das mit dem wie es vermarktet wird, ist halt häufig das Problem. Ne, ich habe so eher das Gefühl, das wird einfach nur noch gemolken, aber sich nicht mehr so richtig damit befasst. Ja, so wollte ich das ungefähr ausdrücken, ja. Na, also ja, klar, irgendwann, wenn man halt eine bekannte Marke hat, dass man die dann halt natürlich auch ein bisschen ausquetschen will, um halt finanziell gut dazustehen, kann ich noch komplett nachvollziehen. Ist gar nichts dabei, kann ich verstehen. Man möchte halt dann auch dementsprechend damit Geld verdienen und, ne? Ja, aber dann sollte man sich wenigstens auch ein bisschen Mühe geben, dass da auch dann, naja, dass die Fans, also richtige Hardcore-Fans auch, ne, ich würde jetzt mich nicht als Hardcore-Fan bezeichnen, auch merken, dass da wirklich Mühe hintersteckt und das nicht einfach so hingeklatscht ist. Und dann halt, ja, was jetzt seit der neuesten halt so ist, dass halt zum Beispiel ein DLC für einen original kompletten Vollpreis rausgehauen wird. Zum Beispiel, ne? Ja. Also sagen wir mal, das Originalspiel kostete 60 und das DLC kostet dann auch nochmal 60. Ist ein bisschen verarsche. Na, wobei hätte man das eigentlich gleich reinsetzen können, ne? Ja, mal, das, was halt mich am meisten stört, ist so, wenn sie dann halt sagen, boah, jetzt kommen hier aber nochmal alle raus hier. Wollt mir doch nur ein bisschen Strahlung abholen. Ja komm, jetzt hau mich nochmal. Nee, Mausi sagt nein. Nee, aber wie gesagt, das ist halt meistens immer diese Wiederholung. Das ist da, was mich da so ein bisschen eher stört. Also, es gibt mal eine neue Story oder so, ja. Aber so dazwischen kommt dann halt immer nur, wir melken nochmal denselben Titel wieder von vorne. Das heißt, wie heißt jetzt der neueste Titel? Strahlender Diamant? Strahlender Diamant und leuchtende Perle. Ja, also und davor gab es ja schon mal Diamant. Und an und für sich ist das fast dasselbe. Es gibt dann halt so zwei, drei Sachen, die dann anders sind. Und das war's. Ja, wobei ich sagen muss, es ist schon gelungen. Ne? Es ist, sag mal so, es ist jetzt nicht schlecht gemacht. Aber die sollten jetzt halt das nicht verkacken. Zum Beispiel, indem sie jetzt ein DLC raushauen für, dass die Platin-Inhalte mit reinsetzt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Es gab ja danach nochmal eine Zusammenfassung. Also meistens gab es ja dann halt, so wie von Blau und Rot, gab es ja dann Gelb. Und das gab es ja von Diamant und Perle auch Platin. Ne? Und das sollten sie jetzt bei denen, finde ich, nicht machen. Das wäre dann wieder, ja, fände ich nicht toll. Ja, wie gesagt, aber ist halt deren Sache. Da kann man halt als Einzelperson wenig bewirken. Ja.
Ich find's nur schade. Also wie gesagt, deswegen sage ich ja, so Pokémon ist nichts mehr für mich. Also ja, wenn ich da irgendwie einen anderen Klon finde, der jetzt nur so ähnlich ist, der macht mir dann auch deutlich mehr Spaß, weil ich weiß, das ist halt was anderes. Es ist nicht gleich Pokémon. Es ist so Pokémon ähnlich, aber nehmen wir zum Beispiel da mal Temtem, ne? Ja, ja, klar. Das macht mir dann halt mehr Spaß. Damit kann ich mich mehr anfreunden. Der hat ja auch großes Potenzial. Das ist ja auch noch nicht fertig, ne? Naja. Das Einzige, was halt noch, gerade weil es noch nicht fertig ist, die ganzen Angst. Bugs. Ich sag mal so, das mit dem irgendwo feststecken und dann nicht wegkommen und dann wartest du drei Monate lang im Forum, dass du denn da wieder rausgeholt werden kannst. Dann wirst du mal rausgeholt und dann sitzt du bei dem nächsten Port wieder da drin fest und dann... Das ist ein bisschen doof. Ja, aber ne, dann guckt man halt irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal rein und guckt sich das an, weißt du? Ja, ja. Das kann ich ja noch verkraften. Das ist ja jetzt nicht, wo ich dann sage, ja, das ist jetzt. Hat mir dann halt für den Moment kaputt gemacht, da habe ich eine ganze Weile ja keinen Bock mehr auf das Spiel. Aber es ist ja dann nicht weg vom Fenster. Ja, aber so kann man wenigstens auch die Fortschritte von den Spielen manchmal sehen. Also mal hat Early Access ja wirklich was Gutes, mal aber auch was Schlechtes. Also ich sag mal auch so, sowas wie Satisfactory ist ja auch noch nicht mal ansatzweise fertig. Es ist aber so ein geniales Spielkonzept, was ja auch sehr viel Spaß macht. Und man sieht halt auch förmlich die Entwicklung. Man kann sozusagen auch als Community dann sozusagen noch Input für den Entwickler geben. Und der Entwickler, wenn er dann halt auch noch drauf hört, ja wunderbar, werden noch Wünsche erfüllt. Also sowas ist eigentlich immer recht cool. Es gibt aber auch Kehrseiten, wo die Early Access, ich will jetzt mal hier mit Absicht nichts nennen. Ihr solltet es auch nicht. Weil ich möchte niemanden schlecht reden, aber es gibt auch wirklich Early Access-Titel, die ja sich nicht als Early Access schimpfen lassen sollten. Die sollten wirklich du kannst mich nicht töten. Weg vom ich Fenster. Bin zu schlau. Das ist schon wieder so. Ja. Oh nein, also, soweit wir bei Satisfactory, ich würde jetzt nicht sagen, dass Satisfactory ein Spiel für mich ist. Ich finde, das ist überhaupt nicht meins, aber selbst da würde ich sagen, ja, ist eigentlich ein geniales Spiel. Ne? Also, da fehlt eigentlich, weiß ich nicht, was mir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Satisfactory spielen würde, würde mir zum Beispiel noch fehlen Möbel. Rockstar-Manager-Speicher voll. Bitte Holoband zur Bearbeitung und Archivierung der Daten zum Terminal bringen. Eine Art Roboter-NPCs, die man sich dann da schaffen kann, weiß ich nicht. Die müssen ja keine Funktion haben. Das könnte einfach nur sein, dass man sich Tag und Tschüss, weißt du, wie ich meine? Ja, das ist so ein bisschen Leben ins Spiel. Ja, genau. Das wäre, das fände ich jetzt für mich persönlich, dass wenn ich das spielen würde, ja, dass es nicht so leer ist. Wer weiß, was da vielleicht noch alles geplant ist, also... Oder was sich noch alles gewünscht wird. Ich denke mal, aber Möbel und ähnliches wird es irgendwann geben. Also sie haben ja jetzt das mit dem Multiplayer soweit schon relativ gut in den Griff gekriegt. Was Chapeau ist. Ne? Haben sie auch wöchentlich Updates rausgehauen, solange bis es dann halt auch bei jedem, auch bei jedem Rechner lief, so nach dem Motto. Gut, es gibt immer noch ein paar kleine Zankerli, aber die meisten wurden jetzt schon gefixt. Also schwerwiegend. Und deswegen passt das eigentlich wunderbar. Deswegen gehe ich irgendwann mal davon aus, Möbel wird es definitiv irgendwie geben. Und Roboter, naja, wird es bestimmt auch irgendwann geben, die dir dann, was weiß ich, deine Materialien von A nach B schleppen. Auch das könnte ich mir locker vorstellen. Weil es gibt ja Zugtechnik, die automatisiert läuft. Und halt auch Drohnen mittlerweile schon, ne? Die du dann von A nach B fliegen lässt. Die bewegen sich auch. Und deswegen, ich gehe mal davon aus, irgendwann so ein kleiner Roboter oder irgendein Laster, der dann halt, was weiß ich, von A nach B einfach nur transportiert, wird's geben. Gut, aber jetzt haben wir jetzt schon ganz viel rumgequatscht, Mausi. Nichtsdestotrotz, wir sind am Ende einer Folge angekommen. Wir machen jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann. Tschüss.